Leute, wir spielen weiter mit dem One-on-One in Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Viel Spaß! Ich muss jetzt das Schiff noch bauen. Das habe ich gerade geschafft. Das hast du noch geschafft? Da muss man eh nur eine Konsole hacken und dann Kisten kaputt machen, damit Luke das zusammensetzen. Okay, die Kisten habe ich sogar schon kaputt gemacht. Die habe ich schon von da vorne dann gesehen, dass die quasi so ein bisschen blinken. Manchmal fällt mir das auch nicht auf. Ich muss da echt aufmerksamer sein. Ja, manchmal fällt mir das aber auch nicht auf. Ja, hast du das bei dem Tor beim letzten Mal quasi rausgefunden? Weil das habe ich... Ich wäre da gar nicht drauf gekommen. Wenn man oben drauf stand, dann hat man so ein quietschendes Geräusch gehört. Das ist irgendwie... In dem Spiel ist das so ein Sound quasi immer, wenn irgendwas nicht ganz funktioniert, dann ist so ein Geräusch, das irgendwie das quasi ganz hin und her geht. Das habe ich gehört und dann habe ich mich da ein bisschen umgeguckt. Okay. Warum bist du so schlau? Da hatte ich ein bisschen Glück, dass ich das Geräusch gehört habe, ne? Also bist du gar nicht schlau? Nee, das ist ach Mann! Warum denn jetzt? Das ist ja ein bisschen arrogant, wenn man zu sich selbst sagt, oh, das ist auch schon ziemlich schlau. Ja, weiß ich nicht. Das ist ja kein Arroganter. Ja, aber wenn ich jetzt gesagt hätte, ja, das war halt sehr gut gespielt, musst du wissen, und das ernst gesagt hätte, dann ist das ja schon arrogant. Fabian hätte das gemacht. Ja gut, ne, Fabian. Oh, ich hab ein Minikit. Nee, gegen Fabian will ich nichts sagen. Fabian wünscht mir sehr viel Glück bei dem Projekt. Der hat vorhin... Das stimmt doch so halbwegs gar nicht, oder? Der hat doch immer gesagt, das wäre voll witzig, wenn Tommy einfach bei Episode 5 danach sagt, dann ja, Tobi, du hast wieder alle verloren. Ja, aber der hat ja nicht bei YouTube kommentiert, glaube ich, beim letzten Video. Der hat mir dann noch geschrieben von wegen, er ist sehr stolz auf mich und hat in der Millisekunde, als ich ein Tor kam heute, hat er mir auch geschrieben, viel Erfolg und sowas. Ach, ehrlich? Ich habe nicht keine Fans. Wo sind denn meine Leute, die mir mal Glück wünschen? Nie. Ja, weil du gerade Fabian zum Beispiel wieder angeschissen hast, ne? Und dann so, ja, aber das macht halt auch aber Spaß, ne? Ja, aber doch nicht bei den eigenen Fans dann. Will man denn so einen Fabian als Fan? Ich bin sehr froh, Fabian an meiner Seite zu haben. Na gut. Oh, wie cool das aussieht. Du bist jetzt auch schon in der Schlacht, ne? Ja, ich hab das leider gerade einmal nicht gut gemacht, aber... noch alles in Ordnung. Hast du das in Battlefront mal geschafft, die AT-ATs da zu umrunden mit diesen Seilen? Ja. Okay. Nicht? Ich hab das nur sehr selten versucht, weil ich immer sehr wenig geflogen bin, aber ich hab's auch nie geschafft. Nee. Also du kannst gerade richtig dicke aufholen, ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Bist du bei den AT-ATs? Ach jetzt, okay. Ich bin jetzt bei dem AT-AT, ja. Ja, ich auch. Ja, dann hast du mich eh schon wieder aufgeholt. Du musst doch hier durch die Ringe fliegen. Du hast mich so aufgeholt, ne? Was hast du denn gerade nicht gesehen? Ja, wie man den mit dem Kabel abschießen kann. So. Oh, okay, ja, dann sind wir jetzt wieder gleich auf. Sehr gut. Der liegt doch hier irgendwo, oder? Boah, man muss das dreimal machen jetzt noch. Ey, der ist so gleich auf mit mir, ey. Nein! Oh, aber was? Man kann das einmal verfehlen? Boah, der macht das so perfekt, ey. Boah. Willst du die ganze Zeit, oder was? Nee, beim ersten habe ich es auch einmal verfehlt. Ich dachte, man fliegt dann quasi direkt raus. Ist schon leicht. Ist schon einfach. Ja, das so auch kennt geschafft. Man nicht, du Arroganter. Ich glaube, ich könnte nicht mal ansonsten aus wieder fliegen. Mir wird da schlecht werden, bestimmt. Aber mit dem Rest hättest du kein Problem, ne? Mit den ganzen sonstigen Anstrengungen und so und dem Kämpfen da. Aber ich glaube, ich wäre lieber im Snowspeeder und mir wäre schlecht, als dass ich da so ein Bodensoldat wäre bei der Schlacht von North. Das wäre schon richtig kacke. Besonders, was sollen die denn machen? Die stehen da so im Graben und schießen so ein bisschen auf die AT-AT-Walker und warten eigentlich nur darauf, dass sie weggefetzt werden. Ich glaube, General Vias führt ja den Bodenangriff an, ne? Der wird ja dann noch einmal da gezeigt, wie er dann quasi in dem Cockpit ist. Der ist ja so tiefenentspannt. Die sind halt gar keine Gefahr für den. Ja. Die Infanteristen.
Also ich bin jetzt in der Sequenz übrigens. Ja, ich auch. Okay. Das ist ja super. Aber diese ganzen Sequenzen sind so cool. Ja. Der Ansager. Warte mal, ist das Darth Vader? Der war schon auf dem Todesstern richtig cool. Mhm. Alter, das Geräusch. Musste man von denen jetzt noch fliehen? Von dem Planeten? Also aus der Basis? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich auch nicht. Wir haben jetzt ja schon zwei Level dann, ne? Ja. Das Asteroidenfeld ist, glaube ich, eins. Espen ist eins. Ja, genau. Und der kam von Luke und Vader bestimmt. An. Dann müsste man jetzt wahrscheinlich nur noch so fliehen, ne? Also so ohne Level. Ja, genau. Ich meinte nicht mal als Level, ich meinte nur so. Ich vertraue jetzt. Der Macht? Genau. Vertrau auch mal der Macht. Vertrau mal der Macht. Du hast das doch. Also als Star Wars-Fan hat man das bestimmt irgendwann schon mal gemacht. Dass du so wirklich versucht hast, irgendwas zu greifen mit der Macht, so ja. Wenn du spannend auf dem Sofa lagst oder so, und dann die Fernbedienung und dich richtig angestrengt hast. Hat leider nie geklappt bei mir. So, aber bei mir schon. Ehrlich? Ja. Warum bin ich auch so dumm? Warum bin ich dumm? Was hast du gemacht? Ach, nichts. Bist du nicht den Pfeilen gefolgt? Och, das würde ich doch nie machen. Bist du da einfach quasi in die andere Richtung gelaufen, wo der Pfeil hin zeigt? Ja! Deswegen meinte ich vertraue der Wacht, weil ich diesen blöden Pfeilen vertraut habe, weil das halt in die andere Richtung zeigt. Oh, geil! Das bringt einem ja richtig Zeit jetzt. Doch nicht so. Gib Gas! Aber seit wann sind die Macht denn so Pfeile auf dem Boden? Ja. Das musst du im Gefühl haben. Mhm. Wir spielen beim nächsten Mal lieber ohne die Pfeile. Da verlaufe ich mich nur. Ich glaube, mein Orientierungssinn ist schlechter als deiner. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass ich... Ja, okay, ich weiß noch, so und so ist der Weg. Und dann ist das der gar nicht mehr. Ich habe immer das Gefühl, dass mein Orientierungssinn irgendwie schlechter ist, als ich denke. Also ich weiß, dass meiner schlecht ist, aber der ist auch schlecht. Ich finde das auch immer krass, wenn man irgendwie so Auto fährt und dann fährt man irgendwie so ein bisschen weiter weg, irgendwie so eine Stunde oder so, und dann fahren die Leute da immer ohne Navi und dann denke ich mir immer so, ja wie denn? Wie? Und das verkacke ich irgendwie auch sehr, sehr schnell mal. Ich gehe mich dann da schnell mal irgendwie nicht raus. Ich fahre irgendwie richtig oft einfach nur noch mit Navi. Ich bin voll der Navi-Boy. Ja, das wurde auch schon mal gesagt, du fließt Navi voll komisch aus, also Navi halt. Navi-Boy. Navi. Du tust als wenn das aus Legend of Zelda wäre. Da ist wirklich Navi. Ja, das meine ich doch auch. Hey Link, listen. Achso, mit der fährst du immer? Der war ich immer, die sagt immer, hey Tombi, listen. Hey, listen. Ist auch gar nicht nervig oder so. Hey, listen, rechts abbiegen. So, oh Gott. Ein Proton-Torpedo? Wo soll ich die denn hernehmen? Ach, jetzt sehe ich das erst. Oh mein Gott. Hä? Ach Gott, die musste ich. Die musste ich kaputt machen, oder? Ich weiß nicht, wo ich den jetzt hergenommen habe. Boah, ist das geil, die Mucke. Ich muss die TIE Fighter hier kaputt, oder die TIE Bomber kaputt machen. Bam, bam, okay, bam, bam, dann bam, bam, bam. Wo ist der denn hin? Da unten. Das ist schon ein Level jetzt gerade, ne? Bin mir gerade nicht mal sicher. Nice. Doch, das ist ein Level. Ah ja, doch, da ist. Ah, es ist super. Ah, nichts. Bin schon bei Bespin, bei Darth Vader. Er ist da gerade gestolpert und über so einen Eimer gefallen.
Er war ein Flieger. Oh Gott. Jetzt bin ich erst bei der Szene, die du so lustig fandest, glaube ich. Ach Mann. Das Level geht danach eh noch weiter. Das hatte ich heute Sehr Morgen gut. auch noch nicht auf dem Plan, Prinzessin. Oh mein Gott! Flieg mal gegen die Asteroiden jetzt gegen, bitte. Ich schon. Ja! Bam, 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 bam. Ach, kann der auch nicht dauerhaft Schub geben? Ich verstehe das irgendwie nicht. Ja. Man sich einfach so und dann ist er wieder erstmal kurz langsam. Ja, irgendwie schon, ne? Was? Was war was? Hm? Was war was denn? Was? Okay, also ganz komisch. Ich bin gerade bis zum gelben Punkt geflogen, dann bin ich gestorben, weil da ein Asteroid ist und dann ist er jetzt irgendwie in die Sequenz gegangen. Ja, ganz ich komisch. Auch. Okay. Also ich bin jetzt auch gegen den Asteroiden gegen und jetzt kommt diese Sequenz. Ja. Bist du auch dagegen geflogen oder was? Ja, ja. Ich war halt noch im Schub. Ja, ich auch. Der war bei mir genau in dem gelben Punkt war der Asteroid und dann habe ich gedacht, jo, mach ich jetzt. Ich glaube, man soll halt in die Nähe davon fliegen, ne? Ja, wahrscheinlich. Hab mich auch einfach geopfert. Das sah erst so aus, als hätte ich jetzt irgendwie voll verkackt oder so. Da hatte ich schon ein bisschen Angst. Sion ist immer noch flieh vor dem Imperium. Ach man, ich will jetzt schon wieder. Ich habe so richtig Bock, Star Wars zu gucken, wenn ich das hier alles wieder sehe, Mann. Ich hoffe es auch. Ich auch. Da kommt eine Unterhose aus seinem Handschuhfach. Hast du die auch bei dir im Handschuhfach im Auto? Eigentlich nicht. Bist du so einer, der sowas oben bei dieser Sonnenblende? Ich frag mich das immer. Irgendwie, wenn du so Filme guckst, haben die voll oft ja so die Schlüssel, komischerweise, warum auch immer, irgendwie oben bei dieser Sonnenblende, sage ich dazu jetzt mal. Warum sollte man da irgendwas verstecken? Nee, da habe ich auf gar keinen Fall irgendwas. Besonders ist das ja eigentlich nur so eine Klappe, oder nicht? Oder ist es dann bei so Autos, bei so Ami-Autos irgendwie anders? Gute Frage. Das, also bei mir ist es ja nur so ein Schaumstoffding, sage ich mal, und das klappt man dann quasi so einmal runter. Ja. Und dann muss man das ja irgendwie so dazwischen klemmen, wenn man da irgendwas verstecken will. Da weiß ich gar nicht, warum man das machen soll. Ist auch nicht. Vor wem willst du das denn verstecken? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, das ist sowieso ganz komisch irgendwie von der Mentalität. Die machen das ja auch so, dass wenn die da irgendwie parken oder sowas, das Auto teilweise nicht abschließen, ne, und so. Würde ich hier auch nie machen. Ob ich mein Auto irgendwo offen stehen lasse. Nee, das würde ich auch nicht machen. Ich hätte auch immer richtig Angst, wenn man so ein Cabrio oder sowas hätte, ne? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Die können doch so viel schneller geknackt werden. Allein schon, weil da gibt es bestimmt irgendwelche Assis, die dann irgendwie Müll in dein Auto werfen oder so. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie dann so ein 15-Jähriger, der dann irgendwie so richtig krass vor seinen Freunden angeben will, der trinkt da sein Monster Energy oder so ein Quatsch und schmeißt es in dein Auto rein. Ja, komm, jetzt alle vor oder alle zusammen. Hört sich fast an wie so ein 60-Jähriger, den man irgendwo auf der Straße trifft und richtig nett so Hallo sagt, dann guckt er einen nur böse an, weil du die Jugend hast. Ja. Nee, aber ich weiß nicht, Cabrio wäre es nicht. Weiß ich nicht, will ich nicht. Also, ich finde das an sich ganz cool so im Sommer, aber ich glaube, also das wäre jetzt auch nicht so mein Ziel Nummer 1. Ich finde, da sehen viele Autos halt auch einfach als Coupé oder sowas schöner aus als Cabrio dann. Mhm. Oh, cool. Dann kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Wir sollten unser Lager. Musst du doch hier auf Dagobah richtig viele Jump-and-Run-Dinger machen, oder? Ehrlich? Ja, meine ich mich zu erinnern. Dieses Training mit Yoda war, glaube ich, so ein bisschen in den Bäumen klettern und sowas. Okay. Ja, ich hab, das ist halt alles, ich habe das auch nur einmal gespielt und das ist so lange her mittlerweile schon. Ja, ich ja auch. Schlag dein Lager auf, achso. Ja, da bin ich auch gerade. Erstmal die Handelbank. Ja, das ist auch dein erstes Ding, was du aufbaust. Nee. Ich hab nur einmal, glaube ich, bisher Handeln in meinem.
also eine Langhantel in meinem Leben gedrückt, weil ich einmal bei so einem Probetraining bei einem Freund nur damals in einem Fitnessstudio mit dabei war. Und ich hatte da weniger Probleme mit die hochzudrücken, als das Gleichgewicht da überhaupt zu halten. Ja, das ist am Anfang richtig komisch, das stimmt. Ich weiß, was du meinst. Das ist ganz ungewohnt. Hast du da richtig Gewicht auch noch drauf gemacht oder nur die Stange? Weil viele machen das auch erstmal, dass sie tatsächlich nur die... Das sieht jetzt richtig doof an, aber das machen richtig viele, dass sie nur mit der Stange erstmal das machen, weil die wiegt ja erstens auch was und dieses Gleichgewichtshalten ist halt so ein Ding irgendwie. Also es ist auch schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, ich habe nur so ganz leichte Gewichte noch drauf gemacht. Aber wie du schon meinst, da merkt man schon irgendwie, dass das Gleichgewicht dann einfach gefehlt hat. Da muss man erstmal irgendwie ein Gefühl für finden irgendwo. Ja, aber ich hatte das eh nie vor, das länger zu machen, deswegen habe ich nur das eine Probetraining quasi mal mitgemacht, um bei dem Freund da mitzugehen, weil der meinte, er wollte den Tag nicht alleine dahin gehen. Aber das ist dann immer so weit weg und nee, dann kann man auch zu Hause irgendwas trainieren. So teuer. Ja, das muss man gar nicht mehr erwähnen, gefühlt. Obwohl, manche haben dann ja auch irgendwie sowas wie so ein McFit oder sowas und dann hört man immer, das kostet die 20 Euro im Monat, wo ich mir denke, Alter, wie günstig. Ich glaube, damals, als ich beim Fitnessstudio mal war, da war das dann irgendwie bei so einem Schülertarif noch und das waren trotzdem irgendwie 50 Euro im Monat. Das ist aber auch echt krass. Also 50 Euro im Monat ist, finde ich, ziemlich viel, aber ich weiß auch nicht, was die jetzt kosten mittlerweile. Also vielleicht ist das normal. Wartet. Ja, ich weiß es auch nicht. Also wenn ihr irgendjemand dick trainieren geht oder sowas, kann es gerne schreiben. Von der dunklen Fabian, schreiben wir mal rein. Weil es ist schon echt teuer. Bösen gehört er an. Dorthin. Glaubst du, Fabian geht trainieren? Ich habe jetzt diesen Yoda-Parcours geschafft, der war gar nicht so lang. Ich habe das irgendwie auch krasser in Erinnerung. Ich glaube, also ich habe den gerade auch geschafft. Ich glaube, ich wollte damals mal ganz am Ende noch so ein Mini-Kit oder irgend so ein Secret versuchen zu holen. Und das hat dann nicht geklappt und ich bin runtergefallen und deswegen ist mir, glaube ich, so lange im Kopf geblieben. Darth Vader hat ja so einen bösen R2-D2 dabei. Das wusste ich auch nicht mehr. Ich sehe nix. Ja, weiß ich noch, dass es irgendein cooles Rätsel gab. Ich sehe so gar nix. Ach, keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging, aber ich weiß, dass ich es cool fand. Bist du schon in der nächsten Sequenz? Hast du Vader schon weggehauen oder was? Ich hab Vader gerade besiegt, ja. Ob? Das ist ja auch mega. Ah, Bosskämpfe kannst du nicht, OW, ne? Wird immer gesagt. Ja, Episode 3 hat doch aber geklappt. Ich dachte, ich hätte mich gebessert. Das ist mein perfider Plan gewesen, dass ich dich einmal bei so einem Bosskampf gewinnen lasse, damit du jetzt denkst, du wärst krass. Ja, so ging es mir auch bei Episode 1, 2 und 4. So denkst du, das ist krass. Ja, dann musst du jetzt aber langsam mal aufholen, ne? Ja. Ja, wo man ja sagen muss, es war bis jetzt wirklich immer super knapp. Ja, außer Episode 4 am Ende. Ja, bei 3 warst du auch ein bisschen vorne, aber 1 und 2 waren ja wirklich so unfassbar knapp. Bespin. Ja, leider. Aber wir könnten es schaffen. Also, gut, dass es knapp war, aber leider falscher Ausgang. Ja, leider beide Male für mich dann, ne? Das ist halt ärgerlich, das stimmt. Ich hoffe, dieses Bespin ist so sicher wie überhaupt. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Von einem ins Lando-System. Ins Lando-System fliege ich schon, ja. Na, okay. Müsste man da jetzt auch noch was machen? Nee, Episode 5 kriegen wir aber auch schnell durch, ne? Sieht so aus. Ich glaube, da kommen jetzt halt noch 2 Missionen, wenn wir die jetzt, gut, in diesem... Also wir haben jetzt noch so 10 Minuten 30 gleich. Ich weiß nicht, ob wir da noch eine Mission schaffen. Ich glaube nicht. Oder vielleicht doch. Meinst du? Ich wollte gerade sagen, es hört sich für mich eher so an, als wenn wir die eine noch definitiv schaffen. Ich glaube, die nächste ist halt ein bisschen länger, meine ich. Ich glaube, da musste man auch viel so imperiale Sachen anziehen und dann da irgendwelche Türen aufmachen oder so, oder? War das nicht so? Ich erinnere mich nur noch sehr, sehr schwach an Bespin. Also das Level habe ich gerade nicht so wirklich vor Augen. Da kommt auch drauf an, ob man jetzt noch irgendwas spielen muss, oder? Ja, das stimmt natürlich.
Was willst du? Oh nee, man muss Lando hinterher latschen. Boah, der stolziert so wie du durch deine Stadt immer mit deinem Cape und so richtig mit den Schultern nach vorne und so. Dein Schiff? Das stimmt, ich trage immer Capes. Das verleiht mir einfach mehr Ansehen. Würdest du so für 100 Euro, wenn du, aber halt jedes Mal, egal wo du bist, dann mit so einem Cape durch die Gegend laufen, wenn du, also für einen Monat. Für einen Monat. Ja. Aber 100 Euro ist mir, glaube ich, der Charme nicht wert, oder? Ich glaube auch. Okay, dann machen wir mal 500. Ach, weiß ich nicht. Bist du halt der Weirdo mit dem Cape. Ja. So, du gehst dann auch so zum Fußballtraining und gehst dann da erstmal so in die Umkleide mit so einem Cape und ziehst dir dann so deine Fußballklamotten an. Schönen guten Tag, die Herren. Ja, hallo. Aber sie dürfte ausreichen. Oder beim Fußballspiel mit dem Cape, das wäre noch geiler. Jetzt habe ich letztens irgendwann hatte jemand bei uns mitgespielt und der hat dann so eine Jacke offen getragen. Das ist so schrecklich beim Fußballspielen, weil die die ganze Zeit beim Laufen halt so nach hinten wegfliegt. Ja, ja. Ich finde, das geht gar nicht. Ich weiß, was du meinst. Und das dann mit Cape, dann schwebt das aber schön hin. Befindet sich im tiefsten Cape. So ein Cape oder sowas sieht man im echten Leben eigentlich nie, oder? Nee, natürlich nicht. Oder so ein Umhang. Warum denn nicht? Wann ist denn das außer Mode gekommen? Also irgendwo wäre es halt cool, aber wenn man sich das jetzt vorstellt, ist es halt echt Quatsch. Ich hätte gerne ein Cape. Wohin, bis wir Hahn nicht aus den Händen dieses Kopfgeldjägers befreit haben. Das sieht bestimmt sehr cool aus. Oder so ein Umhang, also wie so Krennic. Krennic hat auch manchmal so einen weißen Mantel, so, aber der so vorne komplett offen ist, so an, weißt du? So was. Wenn das so eingebürgert wäre, sähe das vielleicht sogar wirklich ganz cool aus. Aber das kannst du ja nicht einfach jetzt so tragen. Gerne ein Cape. Leider. Oh mein Gott. Weiß nicht, was ich machen muss. Sehr gut. Ich hoffe, ich muss das machen. Oh, scheiße. Das hört sich eigentlich ganz gut an. Bist du im Level? Ja, ne? Ja. Weißt du, was du machen musst? Wir werden halt zwei gelbe Ausrufezeichen markiert, ne? Oh, wenn man... Das wusste ich gar nicht. Wenn man über so Banden springt, wo dahinter Gegner stehen, dann macht ihr so eine Hockwende drüber und macht den Gegnern aber auch Schaden. Oh, echt? Nee, das wusste ich auch nicht. Das hast du natürlich auch wieder den PC-Aim-Vorteil, ne? Muss man ja auch mal wieder sagen. Das stimmt, ja. Ach du Scheiße, Mann. Ich hab den Eindruck, du machst es besser als ich. Ich hab wirklich gar keine Ahnung gerade. Vielleicht mache ich doch falsch, aber... Meine Leute sollten den Hyperantrieb inzwischen repariert haben. Knallt jeden ab, der versucht, durch diese Tür zu kommen. Der Millennium Falke darf die... Scheiße, ich habe richtig Angst gerade. Ich weiß nicht, ich habe den Eindruck, du überholst mich gerade so dermaßen. Das ist nicht normal. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Mal gucken. Das ist meine Stadt. Meine Stadt. Scheint so, als hätten sie Sturmtruppen befallen. Darum sollten sie... Nee, das geht nicht. Wenn nur R2 hier wäre. Mann, der Sturmtruppler nervt ja jetzt. Keine Sorge. Wir holen uns diese Schlüsselkarte zurück. Hier drin kann ich nichts ausrichten. Lass mich raus. Hä? Ich hoffe, ich mach das gut. Muss ich hier hin? Oh, das wäre super, wenn ich das Level schaffe und du nicht. Ich habe nur 6 Minuten haben wir noch. Ja, okay, dann. Das nächste schaffen wir auf jeden Fall nicht, weil das ist dieses, ne, wie heißt es denn hier? Du weißt schon, Vader gegen Luke-Level, das dauert, glaube ich, eine ganze Weile. Ja, also in 6 Minuten, das wäre auch ein bisschen sehr fix. Ich wusste, dass wir es schaffen. Bist du schon raus beim Falken? Jetzt gerade. Okay. Ich glaube, dann sind wir ungefähr gleich auf. Ich glaube, du bist da viel mehr durchgelaufen als ich. Ich habe eigentlich echt viel gekämpft, glaube ich. Das ist, gut. Mach das so. Ich weiß auch nicht. Wir sind verloren. Und alles so. Nur wegen Captain Sam. Hey, warum denn das? Chewie repariert das, oder?
Man muss jetzt nur verteidigen, oder nicht? Ich glaube. Ja. Also steht zumindest oben. Ich meine jetzt auch nichts anderes. Aber hoffentlich mache ich es ein bisschen smarter als du. Ich glaube nicht. Also ich habe mir so ein Geschütz gebaut. Mist. Ich meine nämlich, das habe ich damals falsch gemacht und da hatte irgendeiner geschrieben, so von wegen, komm, du kannst da eigentlich ein Geschütz bauen, du musst das gar nicht so verteidigen. Und dann habe ich gedacht, ah. Wo bist du denn? Ja, das war wirklich so. Da war ich wieder beschämt und habe mir gedacht, oh Mann, warum kriegt der 12-jährige Thomas das eigentlich wieder hin und ich nicht? Das hat sich so sehr in meinen Kopf eingebrannt, dass ich das jetzt wusste, dass man da ein Geschütz bauen kann. Aber auch dem 12-jährigen Thomas erstmal Respekt zollen, ne? Ja, ne? Warum ist der manchmal eigentlich schlauer als ich? Das ist die Frage, ob er so schlau ist, ne? Oder, oder naja. Was denn sonst? Kannst du dir vorstellen. Nee, ich weiß nicht. Ja, dann triffst du ja wohl zu. Den Schuh jetzt mal ein bisschen schneller reparieren hier. Ich weiß auch nicht. Man muss eigentlich gefühlt nur den Eingang abheben. Ja. Obwohl das natürlich mit PC-Aim deutlich leichter ist als mit Controller-Aim, also. Wir waren anstrengend bloß nicht. Schon sehr schwer gerade. Auf der Konsole sind die Stormtrooper auch krasser. Das stimmt. Man sieht ja auch einfach im Video, dass halt unten mir jetzt die Tasten von der Tastatur angezeigt werden, weil ich das halt gerade mache. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, du bist so ein Schwitzer, du nutzt die Dings nur für. Ja, nutzt die Maus nur fürs Aim, den Rest nutzt du beim Controller, du machst es so richtig krank. So, was? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Jetzt haust du Oma auf. Ja. Was ist denn da hinten jetzt noch? Wieso muss ich denn... Ah. Das ist doch aber Quatsch. Wieso haben wir die das denn angezeigt? Lando rennt da bei mir jetzt voll in die Menge rein. Ja, wir jetzt haben die erst so ein Ziel da außerhalb noch angezeigt. Achso, ja, das war bei mir auch, nur beim Eingang meinst du? Ja, ich bin da so ein bisschen mit hingegangen, aber das ist halt Quatsch. Nein, das schafft er nicht, oder? Oh Gott. Man kann nicht so weit hochgucken. Wo ist denn die Slave One hin? Die Boba Fett Raumschiff hin. Hä? Darf man das nicht mehr sagen? Doch, ich glaube eigentlich, also weiß ich nicht. Okay. Ich wollte gerade sagen, das hätte ich ja nicht mitbekommen. Mal so ein komischer Gag, weil das ja bei Lego mittlerweile heißt es nicht mehr Slave One da, dann nennen die das immer nur Boba Fett Spaceship oder sowas auf diesen Sets Schreibungen da. Ich dachte, das wäre jetzt wegen der gesellschaftlichen Veränderung oder wie auch immer. Ja, wahrscheinlich liegt es ja daran dann irgendwie, aber ja. Es ist halt ein Eigenname, weiß ich jetzt nicht. Na gut, aber das gab es ja auch schon häufig genug, ne? Aber sagt das denn irgendwie was aus? Ich meine, das Schiff heißt halt einfach nur Sklave, als wäre Sklave jetzt so ein Wort, was man nie wieder benutzen dürfte. Ich meine, das gibt's ja. Ja. Der Unterschied, ob man irgendwie Sklaverei gut findet oder ob man das Wort kennt oder so, keine Ahnung. Das stimmt. Boah. Ich glaube, beim nächsten Mal wird sich dann entscheiden, ne? Weder kommt's dann wieder auf den Bossfight an. Ich glaube, so wird's sein. Ja, sieht so aus. Also, du bist auch in der Sequenz, ne? Jetzt auch in der Sequenz, ja. Das ist der Grund, warum deine Freunde leiden müssen. Wenn der trinkt, dann fällt es ja durch den durch. Ist ja mega cool. Wenn der trinkt? Der Obi-Wan trinkt da gleich an so einem Shake. Mann, wieso bist du denn schon wieder da? Ja, und Vader down. Ich glaube, darauf muss ich gar nicht erst eingehen. Unmöglich ist immer alles für dich. Du. Hörst du sie nicht? Das ist ja auch super. Boah, jetzt macht Yoda das. Wie Luke da applaudiert. Er ist großer Fan von ihm. Das ist ja super cool. Der steht da wie so ein Dulli und klatscht die ganze Zeit. Glaube ich einfach nicht.
Stimmt. Auch seit Sekunde 1 an, ne? Da hat er es noch gar nicht geschafft und der rastet schon komplett aus. Er zieht das aber auch die ganze Zeit durch. Ja gut, ich glaube, wir sind komplett gleich auf, weil die Zeit ist jetzt vorbei. Okay, bei mir geht gerade diese Minisequenz noch ein bisschen. Ja. Mach ruhig, also wir starten einfach, glaube ich, beim nächsten Mal ab dem Moment, wo man hier ins Level gehen kann. Beide. Also mal, ich weiß jetzt nicht genau, wie der speichert. Ich bin jetzt noch ins Level quasi, ich habe das angetippt. Gut, also von daher, beim nächsten Mal entscheidet sich Episode 5. Da werden wir schauen, wer schneller sein wird bei dem Bosskampf. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Habt alle einen wunderbaren schönen Tag und seid für Team Tombi, ne? Bis denn. Tschüss. Tschüss.